Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Elder Scrolls-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute wollen wir uns einmal die Somerset Collector's Edition anschauen, die natürlich, so wie es sich für eine Collector's Edition gehört, mit einigen Extras daherkommt. Und es ist nicht nur ein Steelbook, sondern vor allem gibt es eine riesengroße Statue, es gibt ein sehr schönes Tagebuch, es gibt nochmal eine extra Karte und es gibt natürlich auch in-game einiges extra an Content. Da ich derzeit ein ganz klein bisschen knapp mit meiner Zeit bemessen bin, wird das heutige Unboxing der Collector's Edition ein bisschen kürzer ausfallen und vielleicht auch nicht ganz so on point, wie ihr das gewohnt seid. Ich hoffe, das aber einigermaßen über die Bühne zu bekommen. Was wir hier auf der Seite des äußerst schön gestalteten Kartons sehen, sind eben die zusätzlichen In-Game-Items, wie hier der Greifenschlüpfling, göttliche Strafbeherde. Es gibt nochmal ein neues Streitross für euch. Und was es genau im Detail geht, findet ihr natürlich auch unter dem Link in der Videobeschreibung zur Elder Scrolls Online Somerset Edition. Karton ist natürlich vom Design her nach wie vor mega stimmig. Direkt wenn du das so auspackst, kommt es richtig geil rüber. Gefällt mir immer wieder gut, wie das Elder Scrolls Thema rübergebracht wird. Und mein absoluter Favorit, habe ich das gerade schon mal gesagt, ist ganz einfach die Statue, weil die ist richtig, richtig schick geworden und macht einiges her und strotzt vor allen Dingen vor Mega-Details. Kann deshalb sein, dass ich die heute ein paar Mal zu viel aufgenommen habe. Machen wir den reinen Unboxing-Part daher ein ganz klein bisschen kürzer. Wenn wir diese Schutzhülle abgezogen haben, dann sehen wir ganz einfach als erstes die Statue. Man kann das natürlich ganz genau so den Karton auch als Sammleredition wieder in den Schrank stellen, würde ich mal behaupten. Die Statue selber ist mit so ein paar Kabelbindern festgemacht, die ihr zunächst lösen müsst. Dann könnt ihr die rausnehmen und extra gibt es nochmal ihren Stab, den man ihr dann so in die Hand etwas hineindrücken muss. Dazu bitte nicht vergessen, unter der Statue sitzt eben die Steelbook Edition und auf der Rückseite des Kartons findet ihr dann eben die Karte und das Tagebuch. For centuries, the secrets of this enchanted and legendary isle have been locked away. Its beauties hidden from foreign eyes. By decree of Irend, Queen of the High Elves, the borders have been opened. Now destiny takes you to Somerset Isle. Okay, kommen wir noch ein bisschen zurück zum normalen Unboxing Somerset, welches in der deutschen Version meines Erachtens Sommers End heißt. Kommt natürlich mit einer CD daher, sind noch Download-Keys dabei, die habe ich aber jetzt verdeckt, damit die nicht schon mal vorab jemand runterlädt. Und dieses Artbook ist auch wirklich, wirklich toll gemacht. Und was mir wirklich auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es eben eine deutsche Version ist. Ja, also das komplette Tagebuch, was auch in so einer sehr schönen Handschrift geschrieben ist, sehr leserlich trotz allem ist, kommt mit super vielen Zeichnungen daher, super vielen schönen Illustrationen und eben auch einem Text, der sich besonders natürlich an die Fans widmet oder richtet, um denen noch mehr Hintergrundinformationen zu geben. Also das Ding ist wirklich klasse und wie gesagt, finde es einfach schön, dass man nicht nur die englische Version beigelegt hat. So eine Karte ist auch immer noch mit dabei, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Ich frage mich immer so ein ganz klein bisschen, soll ich mit in die Wand hängen oder was? Aber Statue großartig, Artbook großartig, insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne Collector's Edition. Und wenn ihr euch für alle Details interessiert, Link ist unten in der Videobeschreibung, hoffe ich auf jeden Fall. Das war der erste Eindruck der Somerset Collector's Edition. Ich sage danke fürs Zuschauen, haut rein!